So, läuft jetzt? Guck mal, rote Licht ist an. Ja, sag doch was, das rote Licht ist an. Also, hallo und herzlich willkommen. Neues Video von den Savage Scooters. Ich schulde euch noch den dritten Teil von dem Scheunenfund der PX 125. Und den machen wir jetzt. Also, viel Spaß beim Video. Kameramädchen hat gesagt, ich soll nicht so rumhampeln. Herzlich willkommen, ein neues Video von den Savage Scooters hier von mir aus den Heiligen Hallen. Achso, ich darf nicht rumhampeln, Entschuldigung. Also, Achtung, jetzt mal auch nicht. Ne? Hände aus dem Sack. Ne? Also. Also, jetzt bleiben wir mal ruhig stehen. Neues Video. Es geht um den dritten Teil, um Charlotte. Es geht um das böse Mädchen. Oder vielmehr um den Roller vom bösen Mädchen, der böse Mädchenroller. Ja, den ersten Teil und den zweiten Teil, den habe ich euch ja schon gezeigt. Und ich weiß nicht, ob ihr es noch wusstet oder ob ihr es, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst. Sagen wir es mal so. Wir haben im ersten Teil des Videos haben wir das ausgegeben. Und im zweiten Teil des Videos haben wir das an Geld ausgegeben. So, lasst diese Zahlen mal auf euch wirken. Also ich finde die Zahlen nicht so schön. Also doch schön, aber im Sinne von richtig teuer. So. Also es läppert sich. Ne? Also wenn wir dann am Ende des Tages zusammengerechnet haben, wird die Zahl wahrscheinlich sehr anstrengend sein. Also von daher, erster Teil waren es 1550 und im zweiten Teil, ich kann das natürlich nicht sehen, da könnt ihr sehen, ich habe es mir extra aufgeschrieben, 2402,83 €. Und da ist noch kein Pieseputz vom Motor dran. So. Jetzt zur Einstimmung, damit ihr euch mental, dental, oral und anal darauf vorbereiten könnt, kommt erstmal ein kleines Pörnchen und dann legen wir mit den Fakten los. Yeah.
Hard Facts. Jetzt nehmen wir mal die Backe ab und dann erklären wir mal ein bisschen was zum Motor, was ich gemacht habe, weil der Motor war in einem ziemlich üblen Zustand. Sekunde. So. Also, ich nehme mal den Hocker hier, denn jetzt wird's ernst. So. Also, was haben wir getan? Der Motor war in einem richtig beschissenen Zustand. Der war irgendwie mit 15.000 oder weiß der Henker, wie viel das Ding gelaufen hatte, schon auf dem Buckel und der Motor war richtig runtergerockt. Also der hatte Ölsauger und da war alles echt im Argen. Lager waren fertig, Wellendichtringe waren fertig. Da passte nichts mehr zusammen. Also habe ich den ganzen Motor komplett zerlegt und habe den ganzen Motor erstmal sauber gemacht und mir überlegt, was ich verbauen möchte. Verbaut habe ich. Zum Ersten. Ein BGM 177er Zylinder mit der entsprechenden Langhubwelle. Dann habe ich, also eine 60er Langhubwelle, dann habe ich verbaut eine BGM Superstrong Kupplung mit einem 23er Kupplungsrad, entsprechend einem 65er Primär für das 200er Lusso Getriebe. Dann habe ich einen 24er Vergaser verbaut, den ich entsprechend umgearbeitet habe, damit er auch das Leistungsbild hergibt, was ich gerne haben möchte. Dann habe ich verbaut eine normale Zündung, eine neue, weil alle Teile an dem Motor waren irgendwie völlig runtergerockt. Und dann habe ich noch verbaut ein normales Lüfterrad. Das habe ich also ein kleines bisschen leichter gemacht, weil das Original mir ein bisschen zu schwer war. Das Lusso-Getriebe ist ein BGM-Getriebe, ein komplettes von vorne bis hinten. Schaltbolzen, Schaltkreuz, die vier Gangräder. Was haben wir noch gemacht? Ja, die Kupplung habe ich gesprochen, dann musste ich den Kupplungsdeckel ein bisschen ausarbeiten, weil die Kupplung das so als solches schon komprimiert hat, wenn man den Deckel draufschraubt. Das ist übrigens etwas, worauf ihr mal achten könnt, wenn ihr die Superstrong verbaut und die passt nicht unter den originalen Deckel und ihr habt beim Zusammenschrauben des Deckels schon eine Kompression, dann könnte es sein, dass die Fertigungstoleranzen zwischen Deckel und Gehäuse nicht so wirklich gut zusammenpassen. Dann müsst ihr den Deckel ausdrehen bzw. nacharbeiten, damit das auch funktioniert. So, dann haben wir verbaut natürlich ein komplett neues einen komplett neuen Zugsatz verbaut mit allem drum und dran, damit das Ganze auch vernünftig schaltet und ja, man auch vernünftig Gas geben kann. Dann, ja, um dem Ganzen auch entsprechend das Spritvolumen zur Verfügung zu stellen, habe ich noch ein BGM Faster Flow verwendet. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe eine Polini-Box drunter gesetzt. Das ist für mich so der Auspuff, der im Boxbereich die Standards vorgegeben hat. Im Augenblick tut sich da ja wieder was ein bisschen auf dem Markt. Und das ist aber bis dato für mich der Auspuff, mit dem ich arbeiten wollte. Was haben wir noch? Dann kommen wir vielleicht mal zu dem Zylinder als solches. Den Zylinder habe ich im Auslass bearbeitet, sowohl Breite als auch Höhe. Das heißt, steuerzeitentechnisch bin ich auf 120, 121, 180, 181 gegangen. Sowas, also ne, mehrere Messungen gemacht und das Mittel war 120, 180, also ein 30er Vorauslass. Das lässt sich mit der Box ganz gut fahren. Dann habe ich die Überströme am Gehäuse gemacht, die Überströme am Zylinder habe ich gemacht. Dann habe ich, die Quetschkante ist 1,35 mm. Zündkerze ist eine NGK 9 BES. Dann habe ich noch, was haben wir denn noch verbaut? Na, die 60er BGM-Kurbelwelle, von der ich sprach. Die Einlasszeiten habe ich entsprechend angepasst im Einlass. Das heißt, ich habe den Einlass noch ein bisschen aufgefräst. Und habe das Ganze entsprechend so gemacht, dass das Leistungsbild passen sollte. So, dann habe ich auf 19 Grad habe ich abgeblitzt und habe dann den Vergaser bestückt und bin dann losgefahren. Witzige Anekdote war die, ich bin so die ersten 10, 15 Kilometer unterwegs gewesen, habe noch einen Kumpel besucht, werden die Arme immer länger. Ich sehe das Mikro zittern. Okay, machen wir mal eine kurze Pause, damit die Videodame sich mal kurz entspannen kann. Wir sind gleich wieder da. So, nach einer kurzen Pause und entsprechender Armmuskulatur Wiederaufarbeitung geht es dann auch weiter. Wir haben, also ich habe dann eine kleine Testfahrt gemacht und war noch bei einem Kumpel hier, der wohnt ein paar Kilometer weit weg und hatte dann so die ersten 15, 18 Kilometer drauf, keine Ahnung. Und der Roller fühlte sich super an und dann habe ich gesagt, okay, dann gib's mal Galle und guck's mal, bis wo er geht. So. Und dann ist ja Onkel Vollgas, alles was das Ding hergab, mit laut Tacho 120, 125 geknallt, so über die Landstraße.
Und dann hat der Roller sich auf einmal so ein bisschen komisch angefühlt. Und dann habe ich den Gashahn zugemacht und dann passierte Folgendes. Dann machte das noch kurz wupp. Ich habe die Kupplung gezogen, weil ich dachte, oh, nicht gut. Ja, dann stand alles, also hinten, ne? Hinterrad und so weiter. Und dann dachte ich, kann fast gar nicht sein, weil ich hatte nämlich kurz vorher noch die Kerze kontrolliert, die sah richtig gut aus. Und ja, dann hatte das Ding gefressen. Da dachte ich mir, was eine Scheiße, was ist denn das? Das Problem war, ich war ungefähr 8 Kilometer von zu Hause weg. Mitten im Sommer, bulle heiß, wirklich bulle heiß. Ich habe noch 2-3 Leute angerufen, ob die zufällig in der Nähe sind und gerade Kapazität haben, mich abzuholen. Und alle sagten, oh, ist total schlecht, wir sind nicht da. Ja, dann habe ich mich strammen Schrittes auf den Weg nach Hause gemacht und habe die Kiste 8 Kilometer im Sommer nach Hause geschoben. Und wenn so Unterhose und Körper eins werden, das ist dann nicht schön. Oh! Und witzigerweise scheint einer, der seine Vespa nach Hause schiebt, immer so ein Amüsement für alle möglichen Autofahrer zu sein. Die haben dann immer, hallo, na, schieben. Ja, schieben. Ich habe dann die öffentlichen Straßen verlassen und habe Feldwege benutzt, um nach Hause zu kommen. Bin nach Hause gekommen, habe das Ding auseinandergerissen, habe dabei festgestellt, dass ein Stehbolzen sich gelockert hatte. Und zwar hat der sich aus dem Gewinde rausgeeiert oder beziehungsweise ich glaube, dass das Gewinde nicht mehr die vernünftige Festigkeit hatte durch irgendwelche Aktionen, die da vorher an dem Motor gelaufen sind, was mir aber beim Zusammenbau nicht aufgefallen ist. Ich klebe die Bolzen immer ein und zwar vom Gewinde her am oberen Drittel kommt bei mir hochfest dran, dass die Bolzen auch halten. Ich gehe mal davon aus, dass an der Stelle vielleicht noch Gewinde war beim unteren Teil oder im mittleren Teil, das Gewinde nicht mehr die vernünftige Festigkeit hatte. Auf jeden Fall habe ich beim Lösen der Schraube gemerkt, dass der Stehbolzen keine Stabilität mehr im Block hatte. Somit hatte sich dann der Zylinderkupfer ein wenig angehoben und hat gesagt, Luft, komm mal rein. Ich bin gerade am Verbrennen und das ist total schön. Und dann ist mir die ganze Scheiße festgeklemmt. So, dann habe ich den ganzen Rotz auseinandergebaut, habe den Stehbolzen gebuchst. Also nicht den Stehbolzen, sondern das Gewinde unten ausgebohrt und habe das mit M7 von Wirth. Timesat-Einsätze, die sind gasdicht und die beißen sich richtig fest. Die sind viel, viel besser als die Helicoil-Einsätze. Habe ich dann da unten eine Buchse eingesetzt und habe den Stehbolzen wieder eingesetzt, auch wieder verklebt. Und habe mich dann um den Zylinder gekümmert, habe den Zylinder vernünftig ausgeputzt und habe den Kolben wieder ausgeputzt oder geputzt und habe die Kolbenringe wieder gangbar gemacht. Und das war auch im Zylinder relativ rückstandsfrei wieder zu entfernen. Und ja, der Kolben sieht ein bisschen ramponiert aus, aber da, wo es wichtig war, da war er noch zu gebrauchen. Und ja, konnte dann also den Kolben tatsächlich nochmal verwenden und habe den Roller wieder zusammengebaut. Und seitdem, also läuft der Roller tadellos. Ihr müsst also nicht jeden Zylinder, wenn er mal geklemmt hat, gleich wegschmeißen. Ihr müsst euch nur ein bisschen Zeit und Liebe geben, um das Ganze ein bisschen aufzuarbeiten und zu putzen und zu machen und zu tun. Die Technik ist da sehr dankbar. Wenn man sich da ein bisschen drum kümmert, dann kann man da auch ein bisschen was mitmachen. Seitdem fährt der. Ich musste einmal nochmal den Tacho öffnen. Deswegen hat er jetzt auch nur 124, 25 Kilometer drauf, weil als ich die Tachoscheibe neu gemacht habe und den genullt habe, sind die Laufräder nicht nah genug aneinander gegangen. Das heißt, der hat dann nicht vernünftig irgendwann mitgenommen. Und dann lief zwar der Tacho als solches, also die Geschwindigkeit wurde angezeigt, aber die Kilometer liefen nicht mehr mit. Da musste ich nochmal aufmachen, das Ganze nochmal ein bisschen zusammendrücken, die Federspannung erhöhen und dann lief das auch wieder. So, also seit diesem Tag erfreut der Roller sich äußerster Beliebtheit bei meiner Holden. Und die fährt auch regelmäßig damit, außer jetzt im Winter ist natürlich nichts damit zu fahren, weil kalt und doof und muss sich auch keiner auf die Nase legen. Das Setup macht richtig Spaß. Also wir reden hier über, ich rede mal so zwischen 17 und 19 PS werden hier wohl sein. Das ist übrigens das gleiche Setup, ich verlinke euch das mal hier oben, wie ich damals beim Kai von OK Chip Tuning verbaut habe. Das ist also wirklich das identische Setup und da hatten wir, glaube ich, auch
18, 19 PS. Ihr müsst das Video, guckt euch das Video an, da seht ihr dann auch den Prüfstandslauf. Also das ist die identische Geschichte. 17 bis 19 PS werden es wohl um die Ecke sein. Ja, die Preise, die wir hier in den Motor noch versenkt haben, die habe ich euch ja gerade noch parallel eingeblendet. Das heißt, am Ende des Tages ist der Roller richtig teuer geworden. Also ein Scheunenfund, einen günstigen Scheunenfund neu zu restaurieren, wenn man dann Wert drauf legt, dass alles vernünftig ist und dass man die Teile, die wirklich nicht mehr schön sind und schäbig sind oder gar kaputt sind, wenn man die tauscht und wenn man dann noch ein bisschen Bock auf Optik hat und dann sagt, ach komm, dann mache ich es gleich vernünftig, dann wird es halt teuer. Muss man einfach wissen. Dann kostet so eine 125er PX auch richtig Geld. Die Zahl, was das jetzt alles gekostet hat, blende ich hier nochmal ein. Keine Angst, das kann jeder so handhaben, wie er will. Also ihr müsst das nicht in der Form machen, wie ich das gemacht habe. Aber ein Lackierer würde mehr Geld kosten. Also ich habe an vielen Teilen ein bisschen Geld gespart. Das habe ich dann an anderen Seiten oder auf anderer Seite wieder rausgehauen. Zum Beispiel das, was ich an der Lackierung gespart habe, habe ich dann an Motorteilen oder an Tuningteilen ausgegeben. Ja, Ende vom Lied ist, wenn man so einen Roller durchrestauriert hat und das ganze Geld darin dann auch versenkt hat, dann ist so ein Roller auch ein bisschen was wert. Deswegen finde ich das immer ganz witzig, wenn ich dann so eBay Kleinanzeigen lese und die Leute ihren Roller verkaufen und es gibt dann immer wieder das Geschrei über den Preis, über was kostet, was ist es wert und so überhaupt. Ich habe euch, glaube ich, mit den drei Teilen gezeigt, dass das Ganze alles selber zu machen ist. Man braucht da nicht viel Hantier, aber es kostet halt alles sein Geld. Und die Arbeitszeit, die ich da drin versenkt habe, das waren 4 Wochen, wirklich 4 Wochen, wo ich auch meinen Urlaub für geopfert habe, wo ich nach der Arbeit abends in die Garage gegangen bin, habe immer 2 bis 4 Stunden gearbeitet. Das summiert sich, also wenn man die Zeit zusammennimmt, war alles in allem rund 70 Stunden. Pi mal Auge, ich habe das jetzt grob überschlagen, es waren 70 Stunden. Und wenn man da einen Stundensatz von 10 Euro, 15 Euro ansetzt, dann könnt ihr euch das zusammenrechnen. Dann ist das Ganze halt auch noch mal ein paar Euro wert. Das heißt, wenn man das in der Werkstatt machen lässt, wird es dann dementsprechend teurer. Also mich wundert das nicht. Ich kenne die Preise, ich weiß, was das kostet, einen schönen Roller sich zu bauen. Dann weiß man auch, was man hat. Ich hoffe, ich konnte für euch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was kostet. Und ihr hattet ein bisschen Spaß bei den drei Teilen. Und würde mich über einen Daumen nach oben freuen, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar, wie mein Freund Klaus immer sagt, und vielleicht ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, denn da hinter mir, nicht hinter mir, hinter der Kamerafrau sieht es ein bisschen wüst aus, ihr seht, da ist noch ein bisschen was vorbereitet, da wird noch einiges kommen und da werden wir noch ein bisschen was machen, da steht das Quattrini-Projekt, da stehen die Kurbelwellen, da gibt es auch noch ein Video zu, die habe ich gerade vermessen. Und ja, ich wünsche euch ein tolles Jahr 2021, denn das ist das erste Video dieses Jahres. Und bleibt ordentlich und fromm, ihr Lausbuben. Ja? Und wenn er rausgeht, fällt nicht in Schnee. Bis dann. Tschüss.